Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Schwert. Wir sind immer noch auf Route 6 unterwegs und ich sehe gerade, Depression ist gerade dabei, hart Pokémon zu tauschen. Was für ein schöner Name. Und ja, wir machen uns heute dran, weiter Route 6 zu erforschen. Guck mal, wir hätten gar kein eigenes Camp aufstellen müssen. Da oben wäre eins gewesen, ne? Wäre man nur noch hochgetapst. Zwei Paddelfossilien. Teilstücke des Fossils eines urzeitlichen Pokémon, das in grauer Vorzeit im Meer lebte. Wie es zu Lebzeiten aussah, ist ein Rätsel. Ja, dann schauen wir doch mal. Du findest TM15 Schaufler. Ja, geil. In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Was ist, wenn wir Runde 3 haben und ich setze die Attacke ein? Was geschieht dann, frage ich mich. So, lass uns mal eben hier nochmal runtergehen. Oh, süß. Komm her, ich will dich haben. Ich will dich haben. Mhm. Milzer. Level 30, wir haben es noch nicht. Ich würde sagen, machen wir mal einen vorsichtigen Wangenrubbler. Nicht zu heftig. Alles klar. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist gut. Drachentanz. Oh oh. Das ist ja gut. Angriff steigt. Hau beruhigend. Das muss ja nicht effektiv sein. Wir wollen es ja nicht umbringen. Deswegen, oh, Funkensprung. Ja. Ein so ein Wangenrubbler, würde ich sagen, machen wir noch. Ne? Ein kleinen Wangenrubbler und dann ist er soweit. Dann ist das gut. Wangenrubbler, Wangenrubbler. Ja, ist wie es ist, ne? Der Wahnsinn ereilt mich manchmal. Das passiert. Ja, ich glaube, wir brauchen sogar noch einen. Oh, Doppelhieb. Ah, wird eng. Gib mir mal nochmal so einen Wangenrubbler. Komm, einen machen wir noch. Ja, sehr gut. Es kann nicht angreifen. So wollen wir das ja auch. Voldemort ist ein bisschen. Was ist er? Besorgt? Ach. Voldemort, Junge. Du musst entspannt bleiben. Ich fange das eben ein und dann ist das gut. Dann ist das gut. Vertrau mir. Oh Gott. Gut. Deine Sorge ist langsam berechtigt. Kacke. Das hat er ja so gar keine Anstalten, sich irgendwie mal einfangen zu lassen. Hier, komm. Digga, Superball, los, auf. Bleib doch mal drin jetzt. Seid ihr auch noch so vom alten Schlag, dass ihr immer A gedrückt haltet, während das passiert, in der Hoffnung, dass das was bewirkt? Das hat man früher auf dem Gameboy immer gemacht. Game Freak hat dann gesagt, das bringt gar nichts. Das ist rein psychologisch, dass man sich das einbildet. Und man hat es aber trotzdem irgendwie weitergemacht, weil es ist in einen übergegangen. Takio reicht Level 36. Sehr gut. So. Für Milzer wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Stoßzahn-Pokémon, Drache. 0,6 Meter, 18 Kilo. Sie wohnen in den Löchern, die sie selbst graben. Ab und an veranstalten sie mit harten Bären Wettbewerbe, wer die stärksten Fangzähne hat. Ja, nö, du. Passt erstmal so, kommt in eine PC-Box, sind wir glücklich. Das ist unser Drachen-Pokémon, wenn es dann soweit ist. Ach, guck. Sieh mal einer, guck. Okay. Kann ich denn da... Ja, hier kann ich noch durch. Moment, Moment, Moment. Jetzt müssen wir nämlich hier erstmal hoch. Hahaha. Du hast eine Trainerin, die schon darauf wartet. Ich würde sagen, dann, lass uns eben mal noch ein paar Tränke bei Voldemort reindrücken. Ja, komm, einer geht noch. Wir wollen, dass es dir gut geht. Du sollst gut gehen, guck mal. Alles fein, würde ich sagen. Und dann, damit wir da gut durchkommen, würde ich behaupten, weil wir fangen ja jetzt nichts, wir wollen ja jetzt besiegen. Starten wir mit voller Härte und packen Hermann auf Platz 1, damit wir den nächsten Kampf auf jeden Fall mit viel Kraft eröffnen. Wir haben morgen keine Zeit gerade, ich muss erstmal das hier einsammeln. Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen, er ist von hohem Wert. Moin! Hallo, ich bin ein kampfstarkes Model. Das ist es, was mich ausmacht. Na dann, mal ran. Janet fordert uns heraus.
Also ihr Make-up passt ja auch perfekt zu ihren Klamotten, ne? So, dieses kleine Ding ist bestimmt irgendwas, was Feuer nicht mag. Bin mir ziemlich sicher. Wie wär's mit einer gemütlichen Nitro-Ladung? Hau mal Rinder. Zack. Das war schnell und schmerzlos, würde ich behaupten. Gladiantri ein. Ja, nö. Mogen wir mal weiter, würde ich sagen. Ja, guck mal. Da ist so eine Nitro-Ladung nochmal sehr effektiv. Das kann man sich da mal eben gönnen. Jeanette wurde besiegt. Selbst wenn ich verliere, was mich ausmacht, meine Pokémon sind und bleiben toll. Oh, dieser Blick. Was ist da los? Wenn ich neben tollen Pokémon stehe, sollte das eigentlich meine Vorzüge hervorheben. Hier geht's irgendwie weiter. Wir gehen aber erstmal nach unten. So, jetzt vorsichtig, noch nicht runterfallen. Wir sind hier noch am Gucken. Eine Backpackerin. Ja, moin. Kochst du auch fleißig Curry und füllst deinen Curry-Dex mit leckeren Rezepten? Ja, so gut es geht. Ich hab noch nicht so viele Zutaten, aber ich arbeite fleißig dran. Wirklich. Kerstin fordert uns heraus. Giotesto. Giotesto. Na gut, würde ich sagen. Wir wackeln schon vor Freude. Du, weißt du, Kampf, ne? Flug, Psycho, Fee. Ja, dann finde ich eine Nitro-Ladung eigentlich auch ganz okay. Nur hauen wir einen Feuerball rein. Komm, es sieht so schön aus, wenn er das macht. Uff. Bams! Direkt ins Gesicht. Wäre so ein perfekter Torwart eigentlich, der Typ, ne? Aber naja. Hat trotzdem nicht gereicht. Hermann erreicht Level 38. Na, herrlich. Konter zu erlernen. Oh, mal gucken. Klingt schon irgendwie kacke. Konter physische Treffer und fügt dem Ziel das doppelte Schaden zu, den der Anwender erlitten hat. Joach, nö. Weiß auch nicht. Nee. Lass mal. Kerstin besiegt. Du und deine Pokémon habt so eine scharfe Kombi abgegeben, dass mein Mund jetzt taub ist. Ich bin zurzeit völlig besessen von meinem Curry-Dex. Meine Reisen drehen sich nur noch ums Sammeln von Zutaten. Ja, das muss ich noch ein bisschen optimieren, muss ich zugeben. Ja, lass uns mal den Baum schütteln. Schüttel den Baum. Oh, ein paar Beeren purzeln runter. Ja, weiter schütteln. Weiter schütteln. Einmal geht noch, komm. Aufhören. Sammeln mal all ein, was wir da gefunden haben. So. Oh oh. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Gehen Sie weg! Oh! Kacke. Oh, was ist das? Ein Fermicula. Bestimmt Stahlkäfer, also nichts, was wir mit Feuer angreifen sollten. Es ist sonnig. Ja, dann nehmen wir doch mal eine Kopfnuss und hoffen, dass das überlebt. Kopfnuss mit dem Fuß. Läuft. Das ist nicht sehr effektiv. Okay. Biss. Au. Dann nehmen wir mal einen Doppelkick. Oh, warte, ich hab nicht... Ah, geht auch noch. Sehr cool. Nice. Ein Volltreffer gelandet. Oh, nice. Kommt noch eine Kopfnuss hinterher, dann passt das, glaube ich. Kopfnuss mal wieder mit dem Fuß. Läuft aber. So. Bim, Jumbo Toe, rennt mit dem Superball. Oh, gucken wir mal. Ich hoffe, es bleibt auch drin hier. Rein in den Ball. Ja, siehst du. Fermicula wurde gefangen.
Erfahrungspunkte gehen rein. Wir gucken mal, was das für ein Pokémon ist. Ich sag Käferstahl. Käferstahl, Leute. 0,3 Meter, 33 Kilogramm. Eisen-Ameisen-Pokémon. Es legt seine Eier im hintersten Winkel des Nests. Wenn es von Funifras bedroht wird, wehrt es sich mit seinen kräftigen Kiefern. Nö. Hau den mal ruhig in eine Box hinein und dann ist das auch gut. Ist das all gut? Wir gehen jetzt mal langsam weiter. Hier muss ja bestimmt noch irgendwie ein Item oder sowas sein. Da ist es auch schon. TM30 Stahlflügel. Das klingt gar nicht ganz geil. Trifft das Ziel mit Stahlflügeln. Verteidigungswert des Anwenders steigt eventuell. Eventuell. Ach, guck mal, jetzt muss ich wieder hoch. Nein! Ach, verdammt. Was bist du denn für ein Ding? Ein Hippopotas. Moin, du siehst ja schon ein bisschen schräg aus, muss ich sagen. Dieser durchdringende, wahnsinnige Blick. Ja, komm, Nitro-Ladung und gucken, wenn es überlebt. Es scheint, könnte ja irgendwas mit Wasser sein. Da siehst du. Nice. Schaufler. Doch vergräbt es sich in der Erde. Au, hör auf mir Aua zu machen. Ja, da können wir jetzt nichts machen, ne? Außer abwarten. So machen wir halt eine Kopfnuss. Ins Nichts. Oh oh. Das wird jetzt ein bisschen eng. Mal sehen, wir versuchen trotzdem mal einfach mit dem Superball einzufangen. Komm schon. Oh, komm schon. Ja, der hat es gar nicht versucht. Der wollte sich gar nicht wehren. Der hat gleich gesagt, nee, komm, scheiß drauf, Alter. Trainer ist doch auch nett. Trainer ist doch auch was Schönes. Ja, sehr gut. 4 Hippopotas wurde ein Eintrag im Podex angelegt. Flusspferd-Pokémon, Boden 0,8 Meter, 49,5 Kilo. Es bewegt sich mit geöffnetem Maul und verschluckt seine Beute mit jeder Menge Sand, den es durch seine Nasenlöcher wieder ausstößt. Das stelle ich mir sehr hübsch vor. Nee, danke. Ist bestimmt ein schöner Anblick, wenn der da aus seiner Nase den Sand rausballert. Jo. So, jetzt eben kurz mal in den Beutel greifen und eben so ein Heil-Item raussuchen. Wie wär's mit dem Vitalkraut? Supertrank. Einsetzen. 61. Oh, können wir gleich noch einen einsetzen. Und nochmal 60. Oh, mal Hermann hat Ridian draufgekriegt, weißt du? Früher wäre ich ja jetzt immer zum Pokémon Center zurückgelatscht. Aber das ist hier irgendwie bei dem Spiel, wo es so uneben ist und man nicht immer einfach nur gerade Strecken hin und her zurücklegt, doch ein bisschen lästig. Tipps für Trainer. TMs kannst du so oft einsetzen, wie du willst. Bringst du einem Pokémon mit TMs Attacken unterschiedlicher Typen bei, hat es gegenüber verschiedenen Pokémon im Kampf einen Vorteil. TBs hingegen kannst du nur einmal einsetzen. Überlege also gut, wie du sie verwenden willst. Ja, das habe ich ja vorhin schon total schlau gemacht. Oh, warte. Doch. Nein! Ich wollte nicht. Ich wollte nicht mit dir kämpfen. Ich hatte da gar keinen Bestreben noch, weißt du? Ich wollte eigentlich nur das Item einsammeln. Aber gut. Du kriegst so eine Nitro-Ladung, ne? Mal gucken. Ist effektiv und ist sonnig. Das könnte dich weghauen. Ja, also. Bampada. Und Mike erreicht Level 35. Ich hoffe, er entwickelt sich bald, denn Mike sieht in der Weiterentwicklung so geil aus. So, nu aber. Sonderbonbon. Nee. Das lassen wir jetzt mal. Hallo. Ah! Naja, kam man nicht dran vorbei. Hilft jetzt nichts. Eine Nitro-Ladung wird das ganz schnell für uns entscheiden. Zu unserem Gunsten. Da wackel ich vor Freude. Oh, 32, nicht schlecht. Badadadamda. Okay. So, nun hauen wir aber ab. Wo geht's da nach oben? Dann gehst du durch diesen Tunnel da oben gleich noch durch. Mal gucken, wo das hinführt.
Da steht auf jeden Fall ein Trainer rum, der sich hier wohl irgendwie versteckt. Na du? Zu Falkner oder was bist du? Pokémon-Kämpfe sind Kunst. Wenn man mit ganzer Kraft gegeneinander antritt. Okay, er scheint Künstler zu sein. Deswegen hat er auch einen seiner Werke dabei. Ein Pikachu. Künstler Marvin fordert dich heraus. Er sieht ein bisschen abgespaced aus. Also schon. Oder? Was ist mit seiner Nase los? Smogon. Da ist ein Gift-Pokémon. Da hilft Boden-Psycho. Haben wir jetzt beides nicht da. Das heißt, ich würde jetzt auch erstmal wieder mit purer Kraft drauf zumädeln und ihm mal so einen Feuerball reinballern. Zack, bumm. Wow, Smogon auch weggefeuerballt. So. Was kommt als nächstes? Mogelbaum ein. Ach ja, Mogelbaum. Das war doch irgendwie... Ach, Gestein oder sowas. Wir nehmen mal Toadie. Oder? Flauschi könnte auch helfen. Aber wir nehmen mal Toadie, komm. Bam, bam, badam, bam, bam, bam. So, mal sehen. Kaskade ist sehr effektiv. Not number two. Ei, guck mal, do. Das ist sehr effektiv. Ein Volltreffer. Steinhagel. Jo, mach doch. Bam, badam, bam. Nee, komm, ein Biss. Lass uns ein Biss reinhauen. Flauschi, nee, Voldemort erreicht 37 und Flauschi erreicht 34. Flauschi versucht Schallwelle zu erlernen. Soll ein bekannter Attacker durch Schallwelle ersetzt werden? Schauen wir mal. Was macht denn Schallwelle? Eine laute Attacke, bei der gegnerische Pokémon mit Schallwellen angegriffen werden. Ja, mal gucken. Spezialangriff? Ja, gar nicht mal so schlecht. Und eine normale Attacke. Könnten wir sonst tatsächlich... Ja, nee. Nee, lassen wir doch lieber. Oh Gott, jetzt sieht er nicht mehr ganz so schlimm aus. Eure Attacken waren wunderschön. Ach, sie haben mich völlig verzaubert. Man sieht, dass er ist auch plötzlich ganz anders. Im Grunde genommen sind Pokémon-Kämpfe Kunstwerke, die gemeinsam von Pokémon und ihren Trainern erschaffen werden. Nur, dass halt nur die Pokémon die Schmerzen spüren und die Trainer jetzt eigentlich nicht. So, hier scheinen wir am Ende der Route zu sein. Ja. Das ist wohl unser Ziel. Ja. Das sieht nach Gestein oder Kampf aus. Oder beidem. Das finden wir dann raus. Wir gehen aber kurz zurück, denn es gab noch einen kleinen Bereich der Route, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Da, wo die deine Dame am Campen war. Da müssen wir dann doch nochmal kurz gucken, ne? Da oben, seht ihr? Wobei, da hat... Ja, du hast nur die Dame, die campt. Ich will aber trotzdem mit dir reden, deswegen das hilft jetzt nichts. Du müssen wir aber kurz jetzt nochmal gucken. Aber kurz nochmal gucken. Ganz kurz. Moin. Ach, hier, ihn wollte ich eh noch fangen. Ich finde ihn nämlich süß. Iguana. Von in die Weiterentwicklung ist knuffig. Bam, bam, badam, badam, badam. So, oh, eine Kopfnuss neu. Das wird er wohl überleben, oder was? Ein Kopfnuss ist ja nix. Oh, das gibt's ja nicht. Was denn da los bei mir? Ich habe das wohl schon mal versucht mit der Kopfnuss. Alles klar. Toadie erreicht Level 37. Upala. Na gut, vielleicht finden wir gleich noch eins. Scheiße, Mann. Das lief nicht so gut, oder? Das lief so überhaupt nicht gut. Oh, ja, Horn. Ist ja gut, Horn. Wir hören dich, ja, Horn. Ja, ist auch ein Nervbolzen, ne? Meine Lieben, ihr hört den Horn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Guck mal, da wischt ihr sie schon den Schweiß weg. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit mehr Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten gucken wir uns eben hier noch gleich den Rest der Route 6 an. Und dann geht's da...
in, ich denke mal, das Gesteinsdorf. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.